die absichtliche Unterwerfung, die auf die völlige oder teilweise physische Zerstörung der Gruppe abzielt, die Anordnung von Maßnahmen zur Geburtenverhinderung und die zwangsweise Überführung von Kindern der Gruppe in eine andere Gruppe. Und ergänzend heißt es in dieser UN-Konvention, es macht sich schon jemand des Völkermordes schuldig, der lediglich beabsichtigt, also den Vorsatz hat, eine Menschengruppe zu vernichten. Wir wollen bei unserer heutigen Totenehrung besonders an diese beiden für uns so schrecklichen Ereignisse vor 100 bzw. 70 Jahren denken. Wir denken heute an die Opfer von Gewalt und Krieg, an Kinder, Frauen und Männer aller Völker. Wir denken heute besonders auch an die in einem der ersten systematischen Genozide des 20. Jahrhunderts vor 100 Jahren bei den Massakern und Deportationen zum Opfer gefallenen Angehörigen des armenischen Volkes und halten fest, Vertreibungen sind, waren und werden immer sein Völkermord. Wir gedenken der Soldaten, die in den Weltkriegen starben, der Menschen, die durch Kriegshandlungen oder danach in Gefangenschaft ihr Leben verloren. Wir gedenken all derer, die in der Folge von Krieg und sonstigen Auseinandersetzungen auf der Flucht oder bei unmenschlichen Vertreibungen aus ihrer Heimat ihr Leben lassen mussten. Wir gedenken unserer Toten, die nach Flucht und Vertreibung aus ihrer angestammten Heimat in ihren neuen Heimatländern ihre letzte Ruhestätte gefunden haben. Und wir gedenken vor allem jener Verstorbenen, die uns seit unserer letzten Zusammenkunft hier am Sudetendeutschen Platz in die ewige Heimat vorangegangen sind. Wir trauern mit allen, die Leid tragen um die Toten und teilen ihren Schmerz. Es sind die Lebenden, die den Toten die Augen schließen. Und es sind die Toten, die den Lebenden die Augen öffnen. Allen unseren Toten gehört dieser Augenblick. Danke.